1919 wurde ein Frieden geschlossen, der die Verlierer demütigen sollte. Tiroler Volksbote, 24. Dezember 1919. Die Entente-Gewalthaber sagen, der Friede mit Deutschland ist fertig, der Friede mit Österreich ist geschlossen. Aber was man auf der Friedenskonferenz in Paris aufgerichtet hat, ist kein Friede, sondern ein ungeheurer Berg von Ungerechtigkeit. Dieser sogenannte Friede ist nur ein schlafender Krieg. Der Friedensvertrag war ein Riesenfehler. Also die Idee dieses Straffriedens war katastrophal. Die Idee der Kriegsentschädigungen war katastrophal. Die Idee, dass die einen die Guten und die anderen die Bösen sind, war katastrophal. Im Krieg gibt es nie nur Gute und nur Böse. Es ist immer einer, der fängt an und der andere hört nicht auf. Für Tirol bedeutete der Friedensvertrag von Saint-Germain die Teilung. Die Teilung Tirols war ein völkerrechtliches Unrecht. Ist es, bleibt es, wird es immer sein. Wir können es nicht ungeschehen machen. Es hat auch keinen Sinn, jetzt drauf rumzureiten. Man muss es nur nicht zu ideologischen Fallstricken wieder werden lassen. Das ist immer das große Problem. Die Sinnlosigkeit, das Grauen und die abgrundtiefe Verzweiflung des Krieges haben wenige so eindrucksvoll in Worte gefasst wie Georg Trakl. Grudig. Am Abend tönen die herbstlichen Wälder von tödlichen Waffen. Die goldenen Ebenen und blauen Seen, darüber die Sonne düsterer hinrollt. Umfängt die Nacht sterbende Krieger, die wilde Klage ihrer zerbrochenen Münder. Doch Stille sammelt im weiten Grund rotes Gewölk, darin ein zürnender Gott wohnt, das vergossene Blut sich. Mondne Kühle. Alle Straßen münden in schwarze Verwesung. Unter goldenem Gezweig der Nacht und Sternen, es schwankt der Schwester Schatten durch den schweigenden Hain, zu grüßen die Geister der Helden, die blutenden Häupter. Und leise tönen im Rohr die dunklen Flöten des Herbstes. O stolzere Trauer, ihr ehernen Altäre, die heiße Flamme des Geistes nährt heute ein gewaltiger Schmerz. Die ungeborenen Enkel.